Lösung. Und zwar OTV quasi in Bild und Farbe. Wir haben eine Kooperation hier von der Deutschen Messe AG mit YouTube. Und viele Besucher wurden bereits zu der offiziellen Messefrage 2009 befragt. Und das möchte ich jetzt auch machen. Die Frage lautet, inwieweit hat das Internet Sie beeinflusst oder verändert? Und inwieweit sind Sie ein Teil der Website? Neben mir sitzt dazu Svante Maas, Geschäftsführerin des Social Network, ebenfalls mit einem eigenen Stand vertreten in dieser Website. So. Ja, inwiefern beeinflusst das Internet mein Leben? Natürlich in sämtlichen Bereichen. Das fängt beim Online-Banking an, da kommen die E-Mails dazu, meine Aktivität in diversen Blogs. Unsere eigene Homepage, die wir betreiben, www.socialnetwork.de, ist auch eine Art Community, in der sämtliche Kommunikation auf allen Ebenen, zum Beispiel mit dem Radio, stattfindet. Website, ein neumodischer Begriff, zusammengesetzt aus Web und Society, also quasi eine eigene Gesellschaft. Wie definieren Sie Website? Im Prinzip ist es die Abbildung von unterschiedlichen Interessen im Internet. Also das ist letztendlich jedes Hobby, jede Interessengruppe, jedes Thema findet sich in irgendeiner Art von Community im Internet wieder und wird da von den unterschiedlichsten Blickpunkten betrachtet, diskutiert. Und im Prinzip ist es ja auch sehr viel offener, weil sich einfach viel mehr Leute im Internet treffen, als sie wirklich in der realen Welt treffen würden. Also insofern wird viel mehr ermöglicht. Sie merken, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, es ist einfach ein Thema, sobald man sich näher damit befasst, es ist unendlich, es gibt tierisch viele Möglichkeiten im Unternehmen, im Unternehmensbereich und auch natürlich im privaten Bereich. Und dazu gehen wir erstmal zurück ins Studio, hier an die Gerbe Meier für das Social Media.